Also die Antarktis hat in beide Richtungen Portale, die wir besuchen können und durchschreiten können. Die Antarktis ist ja auch, sagt man ja auch, das Wurzelchakra der Erde. Die Vorderseite der Maske und die Rückseite. Sieht aus wie ein Raumschiff, nur mit einer Treppe. Ja. Darum sage ich ja, wie ich die ersten Fotos gesehen habe, habe ich da gedacht, das ist zu gut, um wahr zu sein. Und wenn diese Struktur, die die Realität hilft zu formen, nicht hundertprozentig korrekt funktioniert, und sie ist nie hundertprozentig korrekt, kann sie nicht. Kann sie nicht. Euer Gehirn füllt je permanent Lücken auf. Permanent füllt euer Gehirn Lücken auf in einer nicht korrekt funktionierenden Matrix. Und wenn die Matrix zu einem gewissen Maß inkorrekt wird, dann passieren diese Brüche in der Matrix. Und dann kann es sein, dass ich auf einmal Römer vor mir laufen sehe oder das Haus anders ist. Der Mond angeblich soll nicht existieren. Da bin ich sogar der gleichen Meinung, dass das, was wir sehen, nicht der wahre Mond ist, sondern ich glaube, etwas dahinter. Schauen wir uns doch mal an, was das für Leute waren, die diese amerikanischen Mondmissionen durchgeführt haben. Das war die Elite der Elite, das waren die Besten der Besten, das waren handverlesene, hundertfach getestete Fachleute, die also genau wussten, auf was sie sich eingelassen haben. Das war wirklich, das war eine Elite. Und dann schaut man sich mal das weitere Schicksal der Leute nach den Mondlandungen an. Was aus ihnen geworden ist. Und da sieht man richtig Brüche in der Biografie. An das Raumschiff, was um den Mond fliegt, wird ja die Aufstiegsmodul zurückgeschossen auf die Mondoberfläche. Ne? Und dort hat man Seismometer aufgestellt und dann festgestellt, dass der Mond so eine Art wie ein Gong klingt. Ja, der schwingt dann eine halbe Stunde oder noch länger. Da kommt natürlich dann die Theorie auf, dass das eben ein hohles Objekt ist, was vielleicht hier von den Aliens in die Umlaufbahn gesteuert wurde. Nur mal als Beispiel gesagt, wenn jetzt ein Mensch mit Draconia zum Beispiel eine Mischung ergibt, da gibt es ja in sogenannten Interbreeding-Programmen durchaus auch Beispiele und Frauen, die auch diese Kinder als solche ausgetragen haben, dann müsste ja eigentlich das in der Blutgruppe sich ja widerspiegeln. Und der berichtete jetzt, dass er auf einer Reise nach Tibet dort bei Mönchen zu Gast war. Und die haben ihm vorgeführt, wie sie Steine in die Luft schweben lassen. Und darüber gibt es noch viele andere Berichte, die auch sagen, das wurde mit Hilfe von Frequenzen, mit Hilfe von Klängen wurde das bewirkt. Das passt haarscharf zusammen. Es sind alle Markierungen an den gleichen Plätzen. Dieses Gebäude war offensichtlich eine Abbildung des weiblichen X-Chromosoms. Er war an diesem Gebäude und einer hat da irgendwo in diesem Gebäude dann noch einen Deckel gelupft, da wurde es unterirdisch und hat ihn aber nicht reingelassen, hat ihm nur gesagt, hier sei die Entstehung der Menschheit festgehalten.